schnell Geld zu verdienen. Und ja, und das ist so ein sehr starkes, einprägendes Erlebnis, was ich hatte. Und das Ding ist aber, dass ich auch gleichzeitig es geschafft habe mit der Kraft meiner Gedanken, deswegen ist Energie für mich ein so, so großes Thema, mit der Kraft meiner Gedanken wirklich meine Eltern früher zurückzuholen. Also es war eigentlich geplant, dass die erst wieder im nächsten Jahresurlaub, in den Sommerferien, quasi uns dann wieder besuchen. Und ich habe es aber geschafft, dass sie 3 Monate früher gekommen sind, es niemandem gesagt haben. Und ich wusste an dem Tag sogar, dass sie kommen. Und habe sie eben entsprechend auch sehr, sehr überraschend auch wirklich ja, begrüßt. Und alle haben immer gedacht, so ja, die Kleine, die vermisst halt ihre Eltern. Und weil ich die ganze Zeit gesagt habe, Mann, heute kommen meine Eltern wieder zurück und so weiter. Und alle mich so beschwichtigt, ja, Dilek, alles ist gut und so weiter und so fort. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, weil ich das Glück hatte, bei einer Familie untergebracht worden zu sein, die sehr gut nach mir geschaut haben. Bei meinem Bruder war es eben nicht der Fall. Und ich habe einfach diese Bilder, die ich von meinem Bruder gesehen habe, die für mich auch wirklich sehr herzzerreißend waren, weil es ihm eben halt nicht gut ging. Und ich aber eben meine, ich nenne es jetzt mal Aufpasserin, nicht überzeugen konnte, jetzt auch meinen Bruder eben zu uns zu holen. Also zu mir quasi, dass sie eben mit auf ihn aufpassen. Und diese Bilder habe ich eben meinen Eltern geschickt. Und das Krasse ist wirklich, nach einigen Jahren, als dieses Thema mal wieder hochgekommen ist, meinte meine Mutter zum einen, hat diese Bilder, also sie konnte sich auch sehr gut daran erinnern, ja, diese Träume oder Visionen, die sie hatte, und hat gesagt, du, ich hätte sonst den Papa nicht überredet, früher zurückzukehren. Und sie hat genau die Bilder beschrieben, die ich quasi in Gedanken an meine Eltern geschickt habe. So bitte, lasst uns hier nicht alleine, holt uns quasi zurück. Und das haben sie dann halt, Gott sei Dank gemacht. Und das ist so dieses ganz, ganz, starke, warum ich eben jetzt als Mindset- und Business Coach mit Energiearbeit, Menschen und Unternehmen zu ihrem liebevollen Wohlstand führen möchte. Also Wohlstand jetzt nicht nur im Sinne, was das Geld anbelangt. Oftmals wird es ja eher mit Geld in Verbindung gebracht. Mir geht es aber darum, wirklich auf die eigenen Emotionen zu hören, die nicht zu unterdrücken und wirklich Sachen, Gedanken, Gefühle auch wirklich zur Sprache zu bringen. Ja, damit wir einfach befreiter aufatmen, besser co-kreieren und auch vor allem Vielfalt zulassen. Vielfalt ist natürlich auch noch ein großes Thema bei mir. Aber da spürst du doch eigentlich, dass kleine Kinder noch viel mehr Zugang haben zu diesen Schwingungen, wie man es auch immer nennen mag, zu der Energie und bestimmte Kulturen noch mehr als die guten Deutschen. Ja, also ich meine, die Türken, die Rumänen, die Polen, all diese Ostblockländer auch, die haben einen ganz, ganz tiefen Zugang zu diesen Emotionen, hast du, oder zu diesen Schwingungen, hast du das so auch schon wahrgenommen? Absolut. Also da sprichst du im Grunde auch schon das nächste Thema an. Also dieses Schlüsselerlebnis war einfach, dass ich mir schon als Kind gesagt habe, hey, ich kann im Grunde viel mehr als viele denken. Konnte es halt nur nicht definieren, beziehungsweise die Leute haben mir ja nicht geglaubt, ja. Und vor allem auch an dem Tag, an dem eben meine Eltern zurückkamen und die alle haben gedacht, ich spinne. Das nächste ist vor allem auch dieses Fühlen. Jetzt als Kind sind wir halt noch befreit und da wird halt so, ne, ein bisschen rumgetätschelt, ja, alles ist gut, es gibt dieses oder jenes nicht oder wie auch immer. So, und dann werden wir halt zugeschüttet, ja, mit diesen Äußerlichkeiten. So, und das nächste Thema ist, warum ich auch das mache, was ich heute mache, ist genau das, was du ansprichst. Und ich glaube, das ist einfach auch so Teil meiner Mission, meiner Reise, die ich einfach hier auf Erden habe, sage ich jetzt mal, ist eben, dass ich als Gastarbeiterkind, so wie ich es eben vorhin angesprochen habe, eben in Deutschland geboren und aufgewachsen bin.
habe aber afro-türkisch-griechische Wurzeln. So, das heißt, ich vereine sehr, sehr viele unterschiedliche Energien in mir, das zum einen. Deswegen spüre ich auch super viel, nehme auch super viel wahr. Nur das, was auch so mein Warum bestärkt ist, nur als Beispiel, dass ich gemerkt habe, wir Türken oder Griechen, ja, sind irgendwie viel emotionaler, ne? Also egal, ob das jetzt das Feiern anbelangt, dieses Gesellige mit der Familie und so weiter. Das habe ich jetzt bei den Deutschen, also wie in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, jetzt nicht so stark gemerkt. Ja, ich finde, dass es jetzt erst so, ja, durch diese zunehmende Vielfalt in Europa, ist egal, ob das jetzt Deutschland ist, Schweiz oder Österreich, wie auch immer, dass das jetzt halt einfach mehr zugenommen hat. Also diese Prägungen, ne, so immer. Wie soll ich sagen, immer so ordentlich wirken zu müssen. Ne? Oder bei den Italienern weiß man ja auch, dass sie immer oh, mangiare und dies und jenes. Ne? Das ist alles immer so mit Freude, Leidenschaft, wie auch immer. Und dass es bei den Deutschen halt nicht so der Fall war. Ich habe trotz allem ja auch natürlich diese Unterschiede immer gemerkt. Aber trotzdem, liebe Helene, habe ich immer gespürt, ich verstehe es nicht, warum unterdrücken wir diese Gefühle? Woher kommt das? Ne? Also so dieses letzten Endes wollen aber alle irgendwo das Gleiche, ne? Diesen Wohlstand, dass man sich wohlfühlt, dass man gesund ist, dass man das Leben lebt und so weiter. Ne? Aber oftmals unterdrücken wir eben bestimmte Gefühle, also nicht nur Gefühle, sondern auch Gedanken, dass wir uns eben nicht getrauen, irgendetwas zu sagen. So, und das habe ich halt ganz arg gespürt. Zum einen, weil ich eh schon andersartig war und ich habe im Gegensatz zu anderen Menschen mit Migrationshintergrund, wie auch immer du das ausdrücken möchtest, aber auch eines gehabt. Ich war in Deutschland Diskriminierungen ausgesetzt, ich war aber auch in der Türkei Diskriminierungen ausgesetzt, ich war aber auch in Griechenland Diskriminierungen ausgesetzt, ich war immer irgendwelchen Diskriminierungen ausgesetzt. Ja? Und deswegen gehörte ich dann automatisch auch nicht nie so zu den Türken oder zu den Griechen, weil ich immer die Einzige war, die gesagt hat, ey, die Leute sind alle gleich, ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie rausgehen, jetzt die Deutschen verkloppen oder die Türken verkloppen oder die Griechen oder die Italiener verkloppen, also um es jetzt mal so ganz profan rüberzubringen. Und selbst da war ich schon immer die Andersartige, ja, also. Und dafür stehe ich halt auch für diese Vielfalt, nicht nur was das Äußerliche anbelangt oder so, sondern auch, weil ich natürlich auch mit unterschiedlichen Religionen konfrontiert wurde. Ne? Also in Deutschland eben mit dem Christentum, dann hatte ich eben das Mohammedanische, also das Islamische und dann halt mit den Griechen das Orthodoxe sozusagen. Mit Afrika habe ich jetzt nicht so die Berührungs also ich kenne leider meine afrikanischen Vorfahren nicht, aber wenn die Dilek Trommeln hört, ja, dann wird ihr schon ganz anders. Also da schwingen noch so diese ja, rhythmischen Energien in mir oder auch, dass ich mich gerne bunt kleide oder so. Also von daher kommt dann dieses Afrikanische dann eher vielleicht dann über die Kleidung oder so auch zum Ausdruck, abgesehen jetzt von meiner Hautfarbe. Aber mir ist das als Kind auch so gegangen, aber etwas anders. Und zwar musste ich in der 5. Klasse ins Krankenhaus. Wir waren 3 aus dem Ort, die in der gleichen Zeit im Krankenhaus waren, und ich musste aber länger bleiben. Und auf einmal in der Früh kamen die Schwestern, das war noch so Klosterschwestern und noch Gitter vor den Fenstern. Und packen meine Sachen zusammen und ich muss jetzt in ein anderes Zimmer. Und dann sage ich, wieso? Jetzt bin ich schon 7 Tage da, warum muss ich jetzt weg? Ja, da kommen jetzt 2 Kinder, dunkelhäutige, und das war für unsere ländliche Umgebung zur damaligen Zeit was Besonderes. Und das will man mir nicht zumuten. Dann sage ich, wieso will man mir das nicht zumuten? Also, nö, und ich bleibe in meinem Zimmer. Und es war so eine schöne Geschichte. Das waren 2 Lehrer und das Mädchen, was wird die gewesen sein? 4, 5, die hatte wahnsinnige Angst. Der Bruder war ein bisschen älter
Und ich habe halt am Schluss auf die aufgepasst. Aber schon diese Aussage, ich muss das Zimmer räumen, weil man mir dieses Fünferzimmer mit den zwei Kindern nicht zumuten kann. Ey, wie bescheuert ist sowas eigentlich? Ich meine, ich bin damals noch nie so konfrontiert worden mit dunkelhäutigen. Ja, mit 600 Einwohnern hat es damals einfach so nicht in der breiten Form gegeben. Aber es war für mich gar keine Diskussion. Das kam so aus diesem tiefen Inneren heraus. Die waren total schockiert. Aber das ist halt, und da kann ich mich gut in dich reinversetzen, dass du überall nicht dazugehört hast. Und überall musstest du dir deinen Platz erkämpfen. Ja, das Witzige dabei ist, erkämpfen musste ich es mir nicht. Ich habe es mit Liebe geschafft und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Energie. Denn ich habe Gott sei Dank wirklich, und da bin ich meinen Eltern sowas von dankbar, ich habe so ein Selbstvertrauen auch von meinen Eltern mit bekommen, auch trotz dieses Erlebnisses. Aber wie ich es schon gesagt habe, ich habe gespürt, dass meine Eltern, ich wusste nicht, woran es lag, dass sie sich selber dazu zwingen. Ich habe gemerkt, ich habe gespürt, wie sehr meine Mutter leidet, wie mein Vater gelitten hat und ich mich gewundert habe, warum der eigentlich gar nicht mit am Bett steht, ne, so zum Verabschieden, weil er es gar nicht hinbekommen hat. Ja. Das hat denen selber das Herz zerrissen. Ja. Und ich wusste, da muss irgendwas dahinter sein. Ne? Und später bin ich halt auf die Geschichte gekommen, eben, dass das Thema Geld ist, ja, weil sie haben quasi ihre Gefühle wegen Geld unterdrückt. Ja, also sie haben sich, um es mal ganz hart auszudrücken, sie haben sich selbst korrumpiert. Und das machen viele Menschen, ja, egal ob das jetzt in einer Situation ist, in einem Job sich gefangen zu halten, weil man denkt, oh Gott, wenn ich da jetzt rausgehe, dann verdiene ich nichts mehr. Deswegen nehme ich lieber diese furchtbare Geschichten irgendwie hin, dieses Mobbing oder was auch immer. Es gibt es ja wirklich irgendwie auf vielen unterschiedlichen Ebenen. So, und ich habe dann halt für mich quasi so ich habe gemerkt, dass wenn ich mit den Menschen offen über meine Gefühle spreche, und ich habe nicht damit zurückgehalten als Kind, ja, war auch in der Hinsicht oftmals unbequem oder habe auch manchmal, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so total krass provoziert habe, aber ich habe sehr viele Fragen gestellt, ja, weil ich es ja energetisch wahrgenommen habe, ja, oder ich war zum Schluss, auch wenn ich irgendwo diskriminiert wurde, gleichzeitig aber auch immer diejenige, die den anderen eine andere Perspektive eröffnet hat, weil ich ja wusste, wir wollen im Grunde alles das Gleiche, egal ob das jetzt in unterschiedlichen Religionen ist, wo ich jetzt irgendwie aufwachse. Und deswegen war ich schon von klein auf auch so diese Brückenbauerin, ja. Und ich musste mir, jetzt kommt das nächste, liebe Helene, warum ich auch so dafür plädiere, dass wir dieser Energiearbeit viel, viel mehr Bedeutung beimessen sollten oder im Grunde sogar müssen, jetzt gerade in diesen besonderen Zeiten vor allem, weil eben die Energiearbeit auch vieles vereinfacht. Sprich, man spricht eben mehr, auch man inspiriert dazu, mehr über diese Gefühle zu sprechen. Du hast es vorhin am Anfang sehr schön erwähnt, mit mehr Emotionalität und so weiter, ne? So, dass wir dann auch unsere Potenziale und so weiter eben entfalten, wofür du ja eben auch stehst. Und dass die Energie so vieles auflösen kann, wenn wir uns erlauben, nicht so in diese Widerstände reinzugehen, dass es uns viel, viel mehr Türen und Möglichkeiten eröffnet. Ja? Und deswegen habe ich nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie viel kämpfen musste. Ich habe zwar viel gelitten, ne? Gerade auch durch solche ähnlichen Stories, wie du sie erlebt hast im Krankenhaus, dass ich beispielsweise in eine Bäckerei reingegangen bin, da wäre ich einfach dran gewesen und dann guckt mich die Verkäuferin von oben bis unten an, wendet sich an jemand anders und der Herr sagt noch nein, die Dame war vor mir da und dann sagt sie ganz verächtlich, die kann doch warten. Na? Und das tut natürlich weh. Also ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt keine Verletzungen oder so davongetragen habe oder irgendwelche schmerzhaften Erinnerungen habe, aber kämpfen musste ich nicht. Es war einfach mein Antrieb, immer die Leute zum Reden zu animieren.
Und ja, und ich finde, als Kind und Jugendliche hat man da noch mal vielleicht aufgrund des Alters vielleicht noch mal so ein anderes wie Standing oder so. Naja, die ist halt noch jung oder jung und verrückt und bla bla bla. Schwieriger wurde es allerdings eher, je älter ich wurde. Ne? Jetzt kommen ja dieser Schutt von außen, sage ich jetzt mal. Ne? Wir sollen uns so und so und so und so verhalten. Und bis ich da auch wieder ein Schlüsselerlebnis hatte, was mich jetzt aber wieder quasi zurück in die Zukunft oder Vergangenheit, wie auch immer man das sehen möchte, mich wieder dahin katapultiert hat, dass ich sage, nein, ich gehe jetzt meiner Seelenmission nach und möchte diese wirtschaftlichen Themen, die eng natürlich mit persönlichen Themen verknüpft sind, ja, einfach nochmal neu aufrollen, neue Energien stiften, für Vielfalt zu stehen, für mehr Gefühle zu stehen, weniger Unterdrückung und so weiter und so fort. Fühlst du das auch so oder bestätigt sich das bei dir auch so, dass da, wo deine Vision, dein Inneres so richtig nach außen kommt, einfach nicht mehr so schwer ist, dass da alles so leicht von der Hand geht? Alles andere ist doch teilweise so mühsam und ganz viele Personen sind in Betrieben, an Plätzen, wo sie immer kleiner werden, weil es jeden Tag schwerer wird, der Rucksack, anstatt dass man einfach mal schaut, was hat denn die Person für einen Grund, warum er das nicht leben kann. Vielleicht ja auch so wie bei dir und deinen Eltern, dass es nicht unbedingt mal nur um deine Eltern ging vom Geld her. Ich denke, dass das Geld vielleicht in die gesamte Familie mit eingeflossen ist zur damaligen Zeit, wo sie dich verlassen haben. Da sprichst du auch wieder ein wundervolles Thema an. Du kennst dich aus, Helene. Daran habe ich jetzt gar nicht so gedacht. Zu Beginn war es jetzt natürlich, also weniger jetzt irgendwie die Familie im Heimatland jetzt mit zu versorgen. Das kam 100 pro auch noch hinzu. Das habe ich an meinen Geldglaubenssätzen gemerkt, als ich daran gearbeitet habe. Und ich habe wirklich mal mit meinem Vater, habe ich mal eine richtig heftige Diskussion gehabt. Also ich habe, wie gesagt, durch meine energetischen Fähigkeiten, die ich damals jetzt aber noch nicht so erklären konnte, intuitiv habe ich schon gut Karriere gemacht und bin auch gut aufgestiegen und alles und habe auch sehr gutes Geld verdient. Meine Eltern sind aber nie aus diesem Ding raus, sprich, die haben, um es kurz zu machen, mein Vater hat sehr, sehr viel Geld verliehen oder verschenkt an die Familie und so weiter. Ich habe allerdings meine Eltern auch unterstützt, ja. Und irgendwann ging mir da so die Hutschnur, wie man so schön sagt, hoch. Ja, habe gesagt, du Papa, mich nervt, das checkst du eigentlich nicht, dass die immer noch so auf diesem Level sind. Ja, wir sind in Deutschland, wir sind die Reichen und wie auch immer. Und dass wir hier, also man sagt im Türkischen, wir lesen hier das Geld nicht auf der Straße auf. Ne? Im Deutschen würde man jetzt eher sagen, ja, das Geld wächst doch nicht auf Bäumen und so weiter und so fort. Ne? So, und habe dann einen ziemlichen Stress mit meinem Vater gehabt. Wir haben richtig diskutiert und habe ich gesagt, du, wenn du dem jetzt wieder Geld gibst oder so, dann werde ich jetzt halt auch den Geldhahn zudrehen. Ja, also weil meine Eltern haben mich auch sehr stark unterstützt in Sachen Kindererziehung, weil ich nach 5 Ehejahren schon alleinerziehend war und dann eben zwei Kindergartenkinder hatte. Und meine Eltern haben mich sehr, sehr stark darin unterstützt. Und deswegen habe ich sie auch finanziell oftmals halt unter die Arme gegriffen und so. Aber trotzdem war es mir wichtig, weil ich es auch mal eine Zeit lang erst hingenommen habe. Also ich bin auch nicht gleich mit meinen Emotionen raus, ja, und habe gesagt, du Mama, Papa, so läuft es nicht. Warum? Und wir lassen uns eben halt auch oftmals emotional erpressen. Hatte ich jetzt erst mit einer Coachie, weil ich gesagt habe, du, da ging es um auch so ein Elternthema, da sage ich ja, aber das war schon auch ein bisschen emotionale Erpressung. Und da musste sie auch das erstmal so, hä, was meinten jetzt die Dilek eigentlich damit? Wir machen das aber sehr oft, dass wir dadurch, auf der einen Seite bin ich natürlich dankbar für meine Eltern, dass sie eben in der Zeit, in der ich arbeite oder wenn sie eben von der Schule kamen, auf die Kids aufgepasst haben für ein paar Stunden, ja, bis ich sie dann abgeholt habe.
So, und dann steht aber, ne, so dieses Thema wieder, oh Gott, jetzt hat er wieder, und dann hängt er mir in den Ohren, ja, ich habe jetzt nicht so viel Kohle und wie sollen wir jetzt unseren Urlaub bestreiten, whatever. Und ich schieße natürlich dieses Geld zu, ja. Aber für mich war es halt auch nicht einfach, ne, als alleinerziehende Mama und so weiter und so fort. Naja, gut, aber ich habe ja gut verdient. Aber irgendwann ist mir halt wirklich so diese Hutschnur geplatzt, wo ich gedacht habe, nee, auch wenn meine Eltern nach diesen Kindern gucken, ich habe einfach das Recht, über meine Gefühle zu sprechen, dass mich das nervt, dass immer noch Hinz und Kunz aus der Familie mal kurz anruft, sagen, kannst du mir mal irgendwie 1000, 2000 Euro, whatever, oder Mark waren es damals noch, mal rüberschießen und das Geld war meistens Weg. weg. Also ich habe das, glaube ich, von den, ich habe gar nicht gefragt, weil letzten Endes sind es ja die Themen von meinen Eltern gewesen, aber ich musste da denen wirklich mal so ins Gewissen reden. Ne? Aber ich habe mich auch, wie gesagt, erst zurückgehalten aus Dankbarkeit, ja, weil letzten Endes können sie ja mit dem Geld machen, was sie wollen, meine Eltern, ja, was ich ihnen zuschieße. Aber dann, dass sie dann noch drunter leiden und ich dann aber auch so immer diese gleiche Schallplatte da, ich dachte, nee, also jetzt ist aber genug. Ja, und letztendlich deine Kinder wieder als Druckmittel oder wie auch immer zwischen den Fronten standen, weil du hast deinen Kindern zulieb gemacht, deine Eltern haben es der Verwandtschaft zulieb gemacht, weil die vielleicht auf dich als Kind aufgepasst haben. Und wann findet man den Punkt und sagt, jetzt ist gut, den Absprung finden Und und den deswegen ist ja finden? diese Energiearbeit so wichtig. Und mit Energie, ich betone es nochmal, und du wirst es mit Sicherheit bestätigen, geht es einfach um Emotionen, die natürlich auch unsere Gedankengänge und so weiter halt auch beeinflussen. Ne? Also wirklich diese Selbstreflexion, warum stehe ich eigentlich nicht zu dem, was ich eigentlich will? Ja? Gut, ich stelle jetzt auch fest, dass viele es selber gar nicht wissen, weil sie gar nicht sich zu denken trauen, dass es anders sein könnte. Ja, Dass aber etwas ich. leicht fallen kann, weil viele sagen ja auch, Glaubenssätze, Arbeit muss schwer sein. Ich finde meine Arbeit nicht schwer. Sie ist zwar anstrengend, aber sie ist nicht schwer, weil ich sie aus Leidenschaft mache. Und das geht doch dir mit Sicherheit genauso. Ja, wo ich halt den meisten Leuten gebe ich einfach den Tipp, weil, wie gesagt, das mit diesen unbewussten Geschichten, das ist mir schon auch klar. Nur ich habe für mich festgestellt, dass im Grunde das Beste ist, wirklich nach dem Gefühl zu gehen. Das ist für mich der beste Indikator. Und dann erst, weil wenn ich mich mit irgendwas nicht wohlfühle, ja, es mag ja sein, dass jetzt jemand rein vom Verstand her heraus sagt, das wäre jetzt Quatsch, wenn ich diesen Job verlasse oder wenn ich ein anderes Angebot annehme oder egal, ob das jetzt irgendein Selbstständiger oder eine Selbstständige ist. Oh nee, wegen Kohle nehme ich jetzt lieber den Kunden an. Ja? Das heißt, sie unterdrücken ihr Gefühl und machen es trotzdem. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, Gefühl ist immer so ein Indikator, dass da irgendwas, weil dein höheres Selbst oder wie auch immer du das ausdrücken magst, kennt den Weg und weiß, womit du dich gut fühlst. Und das dann nochmal so zu hinterfragen, ist ja dann eben diese Energiearbeit, die wir dann machen. Was hält dich denn davon ab, dich gut zu fühlen? Ja, und dann merken sie erst selber, dass sie sich eigentlich selber in so einen Käfig einsperren. wie gesagt, ich habe so das Gefühl, wir könnten mit unserem Gespür ganz, ganz viele Firmen so viel Potenzial vermitteln aus ihren eigenen Reihen. Bloß wenn wir mal ein paar Gespräche führen und einfach mal hinschauen, was nehmen wir denn wahr und mal ein kurzes Gespräch führen und dann einfach mal eine ganz kurze Zeit etwas ausprobieren. Es kostet nicht wirklich was, aber es macht so unendlich viel Potenzial frei. Ja, kann ich dir nur beipflichten und ich spüre, liebe Helene, ich habe nämlich da letzt mit einem Geschäftsführer ein ganz, ganz tolles Gespräch gehabt. Es gibt sie und es wird immer mehr, dass sich Geschäftsführer, CEOs, wie auch immer, sich Neues getrauen, sich auf neue Felder
energetische Felder, wie auch immer, begeben. Denn gerade weil du auch die Organisation, Unternehmen angesprochen hast, ja, alles spricht ja immer so von, oh, wir müssen uns jetzt anders aufstellen, New Leadership, Emotional Leadership, und vor allem ganz, ganz großes Thema bei den meisten ist wirklich so diese agile Organisationsform. Und diese agile Organisationsform bekommst du aber nur hin, wenn du auch mit denen Energiearbeit machst, ja? Weil die Leute sich dieses Umpolen, jetzt waren sie, sagen wir mal so, von vielen Arbeitnehmern habe ich auch von meinen Kunden her, die sind noch so getrimmt, nicht die Klappe aufzumachen, wenn ihnen was nicht passt. Oder sie sind so frustriert, weil sie schon all die Jahre so viele Ideen, Vorschläge gemacht haben, aber nie gehört wurden. Ja, so. Und da sagen halt viele, boah, ich mache jetzt nur noch 0815. Ja, genau das, was du ansprichst. Ja, da ist eigentlich, liegt so viel Potenzial brach. Und da sind, hängen aber so viele Themen irgendwie zusammen. Oder auf der anderen Seite von den Führungskräften, dass die Angst haben vor diesem Machtverlust, ja, also wenn ja auch die Hierarchien immer mehr verschwinden, das mehr so hin zu Netzwerken, sage ich jetzt mal, geht. Und die jetzt irgendwie Schiss haben, oh Gott, wenn ich jetzt auf Augenhöhe mit jemand kommuniziere, dann nimmt mich ja die Person nicht mehr als Autorität oder whatever halt wahr. Und da gilt es halt an diesen unterschiedlichen Energien halt auch zu arbeiten, was es natürlich auch auf emotionaler Ebene halt mit diesen Menschen natürlich auch ausmacht. Und wenn man eben hin will zu einer agileren oder agilen Organisation, kommst du nicht umhin, wenn es leicht und nicht immer so mit diesem Strategien, Verstand, tralala, dies und jenes, anstatt mal wirklich sich an den Tisch zu setzen, so wie du es gesagt hast, mal mit denen zu sprechen, ja, habe ich alles ausprobiert, funktioniert wunderbar. Warum? Weil die Leute froh sind, endlich mal mit jemandem reden zu können, ganz offen bestimmte Dinge anzusprechen, und hinterher stellst du fest, alle wollen eigentlich das Gleiche, aber keiner spricht drüber. Schau, Dilek, wenn du sagst Gesichtsverlust oder Machtverlust, aber es ist doch unter uns Coaches eigentlich auch nicht anders. Schau, ich lade gleichgesinnte Coaches ein. Ich lade Firmenchefs ein, ihre Emotionen hier preiszugeben, damit man einfach auch mal sieht, was macht es. Es ist sichtbar, wenn es einem gut geht. Und es ist genügend für alle auf der Straße da an Potenzial. Und gemeinsam geht viel, viel mehr. Absolut. Ich sage auch immer, Co-Kreation, durch Co-Kreation entsteht Magie. Und auch so dieses Konkurrenzdenken, weißt du, deswegen spreche ich gern von Co-Kreation. Denn da draußen gibt es so viele Betätigungsfelder für uns unterschiedliche Coaches, ja, die können wir alleine alle gar nicht bedienen. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns zusammentun, egal. Weil jede macht es dann auch wieder auf ihre eigene Art und Weise. Und ja, und ich lade auch zu meinen, ich habe jetzt leider kein LinkedIn Live, aber wir können das auch gerne mal umdrehen, liebe Helene. Ich lade dich, weil ich habe halt einen YouTube-Kanal und spreche da dann eben mit den Leuten über ihre Tätigkeit und so weiter. Und es mag vielleicht sich für uns anfühlen, wie als wären wir unter lauter Coaches und so. Da draußen sieht es aber ganz anders aus. Wir sind noch viel zu wenig, glaubt mir. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Es zeigen sich ja auch so wenige. Das sieht man ja auch, wie viel Prozent nur wirklich Content produzieren. Ja, also zum einen finde ich auch gut, dass du das ansprichst. Ich sage nämlich oft, oder mir ist aufgefallen bei der Arbeit mit meinen Mentees und Coaches, dass man Social Media super als Indikator für irgendwelche Glaubenssätze, weißt du, so sich nicht getrauen, die Meinung zu sagen, oh Gott, kann ich mich als Expertin oder Experte überhaupt darstellen? Ja, wo ich sage, hey, sag mal, du machst das schon seit Jahrzehnten und ich sehe doch, wie großartig du bist. Und ja, was uns alles zurückhält, ne? Also man kann unheimlich viel mit Social Media erkennen,
wo es noch irgendwie hakt oder womit wir hadern. Mir ging es auch nicht anders, ja, obwohl ich mich in bestimmten Sachen super auskenne. Und nur weil ich jetzt vielleicht irgendwo einen Post gesehen habe, wo ich denke so, oh, ich weiß nicht, ne? Und dann kommt man ja eher so in dieses Vergleichen, das darf man halt auch nicht vergessen. Und dann habe ich mich auch ein bisschen schwer getan am Anfang, ne? So kann ich jetzt quasi so meine Meinung so raushauen oder so. Aber dann habe ich mich wieder an die kleine Dilek erinnert, ja, die gesagt hat, mir doch scheißegal, weil ich rede jetzt drüber. Und hab's dann rausgehauen und wundervoll kam super Dialog zustande. Klar, gibt es da auch mal Gegenwind, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Gegenwind auch gut, weil du dann die Möglichkeit hast, in den Dialog zu treten, weil immer nur unter den Posts gesagt zu bekommen, oh, Dilek, super, ich sehe es genauso, das bringt mich oder uns nicht weiter. Deswegen freue ich mich sogar, aber das getrauen sich dann leider auch viele nicht, das unter den Post zu kommentieren, sondern ich kriege es dann als private Nachricht. Ja? Und da bin ich natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwelche private Nachrichten dann eben veröffentliche, aber ich bitte dann die Leute immer drum, darum, stell's doch als öffentlichen Kommentar bitte ein, damit ich darauf noch mal eingehen kann. Aber die wenigsten, also bisher hat sich sogar noch niemand getraut. Ich finde es halt einfach, jeder darf seine Meinung haben und es muss ja keiner den anderen umdrehen. Aber ich muss halt auch, wenn ich jetzt mit diesem Kommentar nicht einhergehe, nicht als meins annehmen, sondern es kann für dich stimmig sein und im Moment für mich nicht. Das kann kommen, dass es für mich stimmig ist, das kann aber auch sein, dass es nie für mich stimmig ist. Und wenn ich mir das erlaube, dann stört mich so gut wie nichts, was mir auf LinkedIn begegnet. Im Grunde dürfen wir es immer so sehen, dass uns jeder Kommentar, ja, auch gerade dann, wenn es sich nicht stimmig anfühlt, uns immer auch zum Wachsen bringen kann. Entweder, weil wir vielleicht eine bestimmte Perspektive selbst gar nicht eingenommen haben, sagen, Mensch, stimmt, aus der Sicht könnte man das so oder so interpretieren oder wie auch immer, dass man auf die Meinung kommt. Und deshalb sehe ich das nur als Bereicherung an, ja. Klar freue ich mich natürlich auch über die Kommentare, die das toll finden, was ich da gepostet habe. Aber auf der anderen Seite wünsche ich mir auch mehr, dass sich Leute getrauen zu sagen, ja, Dilek, was soll das mit Energiearbeit, Spiritualität, keine Ahnung, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, es ist doch alles Humbug und so weiter. Ja? Und da würde ich auch gern drauf eingehen, weil das meine ich mit diesem, in dieses höhere Bewusstsein zu kommen. Höheres Bewusstsein, unterschiedliche Meinungen, Ansichten einfach gelten zu lassen, ja, und dann aber in den Dialog treten und jedem das zu ermöglichen, quasi da noch mal tiefer reinzugehen. Und das würde ich mir viel, viel mehr wünschen, gerade wenn bestimmte Sachen kontrovers diskutiert werden. Ja, das ganze Energiearbeit, fühlen, wahrnehmen, das beinhaltet ja so vieles. Das ist, und wer es mal so erlebt hat, wie wir, wo unsere ganz speziellen Erfahrungen gemacht haben, die einfach aus logischer Sicht nicht erklärbar sind, aber im tiefen Inneren extrem zu fühlen sind, weil es die großen Veränderungen und Durchbrüche gebracht hat. Und das kombinieren mit unserem Job, ich finde es einfach wunderbar. Absolut, da sprichst du ja im Grunde schon wieder das nächste Thema an, Helene. Und zwar zum einen, wie gesagt, habe ich schon als Kind gefühlt, dass wir viel, viel mehr sind, als wir glauben zu sein. Und als ich eben meine Ausbildung gemacht habe als Energieheilerin beziehungsweise auch für Energiebewusstsein, wo eben mein Mentor sehr stark darauf eingegangen ist, klar, wir sind halt leider, ne, weil wir eben halt durch unsere Sinne leben. Wir brauchen von mir aus, ne, es gibt ja dann auch diese Sprüche, ich glaube nur das, was ich sehe, was ich festhalten kann. Ne? Also wir haben halt diese physische Seite, aber unser energetischer Körper, ja, den bekommen wir nicht ausgebildet oder nicht trainiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also alles, was so mit diesen Gefühlen und Gedanken und so weiter zu tun hat. Und der nächste Step ist ja eben halt auch mit diesen
sogenannten universellen Kräften zu arbeiten, was eben aus der Sicht, also von Leuten, die jetzt nicht mit Energiearbeit irgendwie zu tun haben oder nicht daran glauben, whatever, es geht ja schon auch darum, dass es eben, wie soll ich sagen, oder ich gebe halt den Leuten immer so das Beispiel, sage ich, sag mal, bist du noch nie irgendwie eine Straße runtergelaufen, hast irgendwie das Gefühl gehabt, es beobachtet dich jemand, du drehst dich um und tatsächlich guckt dich jemand an? Das sehen wir auch nicht, aber das ist halt so dieses Wahrnehmen, was du gesagt hast, ne, dass da eben halt noch mehr ist. So, und gerade dann, wenn dann bestimmte, und deswegen habe ich vorhin gesagt, ich musste jetzt nicht so super viel kämpfen, weil ich immer für das, was ich gemacht habe, auch schon als Kind, Jugendliche, wie auch immer, oder auch meinen ersten Job, den ich hatte, ja, ich war die Erste, die gleich nach der, also meine erste Ausbildung war die zur Fremdsprachensekretärin. Und ich habe als Neuling ohne Berufserfahrung den Job der Vorstandssekretärin bekommen. Da haben alle gedacht, was? Und dann kam sogar der Spruch, was, du als Schwarze auch noch als Ausländerin, weißt du, was ich meine? Und ich so, ja, aber ich wusste, ich wollte das so unbedingt haben, habe mir das visualisiert. Hey, ich saß 3 Stunden in diesem Vorstellungsgespräch und das Krasse ist, irgendwann war mir das so bescheuert, also ich habe manchmal nur noch bescheuerte Fragen bekommen. Nur eins, weil mir das jetzt gerade so einfällt, sag doch glatt, ne, so ein Typ, ja, Sie können doch bestimmt auch, wissen Sie, ich habe da so ein Apparat da auf meinem Schreibtisch, ne? Da meinte der seinen Computer. Ja, und so. Aber ich gehe mal davon aus, jetzt original, wirklich O-Ton, ja. Ich gehe mal davon aus, dass man das bestimmt auch so gut bedienen kann wie so eine Waschmaschine. Ich gehe mal davon aus, dass Sie eine Waschmaschine bedienen können. Helene, ich bin fast ausgeflippt, ja, nach 3 Stunden. Weißt du, was ich diesem Vorstandstypen gesagt habe? Habe ich gesagt, Sie, Herr Dr. So und so, ich kann das so gut bedienen und vor allem das Schleuderprogramm. Mir war es in dem Moment scheißegal, ob ich diesen Job bekomme oder nicht. Ja? Weil die mich dann so genervt haben, irgendwann habe ich gedacht, sag mal, ey, was wollt ihr? Ich bin die Perfekte für diesen Job. Und eigentlich dachte ich, die schmeißen mich jetzt raus. Aber ich bin meinem Gefühl nachgegangen, habe gesagt, hey, am liebsten würde ich dich jetzt da eigentlich auf den Schleuder setzen, ne? Buff, weg, so James Bond-mäßig. Und was war? Dann sagt er doch glatt, Sie sind genau die Richtige. Sie haben ja vor gar niemanden Angst. Und so habe ich den Job bekommen. Und das meine ich so mit dieser Energie, weißt du, so nicht sich verstellen und tralala. Und du kannst wirklich dann Quantensprünge, Quantenheilungen, whatever, kannst du wirklich mit Energie, wenn du es zulässt, wenn du es, ne, also ich habe mich schon am Anfang, ne, so 3 Stunden, ich musste da übersetzen, dann haben die noch irgendwie aus meiner Handschrift, da war irgendwie noch der andere Vorstandsmitglied, der war irgendwie noch Graphologe, wie man das nennt, dass der anhand von irgendwelchen Handschriften, ich habe echt gedacht, sag mal, ey, die zerlegen mich. Und diese Abschlussfrage, da habe ich gedacht, also Leute, hey, ich kam mir vor wie in einer Muppet-Show, sage ich dir. Ja, Ja, also, aber genau. was du so von Quantenheilung sagst, habe ich ja am eigenen Leib erlebt. Die Geschichte mit meinem Beinbruch, wo es hieß, Bein muss ab. Und normalerweise so eine Krankengeschichte 8 Monate dauert. Und auf den Tag genau bin ich nach 8 Wochen stehend auf der Messe gestanden. Also, ich habe einfach meinem Bein gesagt, du hast genau bis zu dieser Messe Zeit, alles, was du brauchst, und dann sind wir wieder am Start. Wie auch immer das funktioniert hat, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mit Energiearbeiten noch nicht wirklich was am Hut gehabt, aber es war ja in mir. Was du als Kind schon hattest, ist bei mir erst 2012 so ins Leben gekommen, obwohl ich es immer schon in mir hatte. Und es ist unwahrscheinlich viel in der Variante möglich. Wo auch immer, ob das beruflich, ob das gesundheitlich, völlig egal. Es ist unwahrscheinlich viel möglich. Deshalb ist es ja so wichtig, dass Leute wie du und auch die Gäste, die du noch einlädst oder schon eingeladen hast, wirklich über diese Sachen sprechen. Ich kann es nur wiederholen, wir sind viel, viel mehr als das, was wir glauben zu sein oder was uns vielleicht auch irgendwo so eingetrichtert wurde.
mehr dem Gefühl nachgehen, der Intuition beispielsweise. Und es ist einfach mehr auf diese, ich sag's jetzt mal, diese Anbindung an das Universelle oder Göttliche, wie auch immer, weil du siehst es sogar auch in den Religionen. Deswegen habe ich das vorhin auch so erwähnt. Ich sage irgendwo, hä? Mag sein, dass das jetzt hier ist es, irgendwie heißt der Gott Allah, da heißt er so oder Jesus und tralala. Und irgendwie dreht sich es aber immer ums Gleiche. Und Genau. auch das Nächste, was du jetzt zum Beispiel jetzt gerade angesprochen hast, dieses, der Glaube versetzt Berge. Ja? Und jetzt diese neueren Studien, ich weiß nicht, ob der Dr. Joe Dispenza zum Beispiel was sagt, ja, der mit seinen wissenschaftlichen, deswegen habe ich echt gedacht gehabt, wow, endlich jemand, der vielleicht jetzt auch so diese verstandeslogischen Menschen jetzt mit seinen Messungen und was weiß ich was irgendwie abholt, ja, der das jetzt eben mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten irgendwo belegt. Es gibt ja noch andere Leute, wo ich gedacht habe, so endlich, ne? Aber Menschen haben leider so viele Schwierigkeiten, eben so dieses Andersartige, egal ob das jetzt Personen sind, die eine andere Hautfarbe haben oder was auch immer, oder eben mit Sachen zu arbeiten wie Energie, die eben halt eher anders wahrnehmbar ist, die man jetzt vielleicht nicht so greifen kann, aber wirklich mehr so in diese Vorstellung zu gehen, so wie du es eben gemacht hast, nein, ich werde gesund, ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Leute, die wissen, was ein Placebo-Effekt ist. Also da muss ja irgendwas sein, dass es da mehr gibt da draußen und dass wir eben wirklich jeder Einzelne, jede Einzelne von uns einfach Teil dieses wundervollen großen Universums ist, ja. Und wir eben auf bestimmten Frequenzen auch kommunizieren können. Deswegen so diese telepathische Kraft, die ich eben halt hatte als Kind, der aber nicht mehr so nachgegangen bin. Und ja, es gibt einfach viel, viel mehr als das, was wir momentan noch wahrnehmen können. Und ich hoffe, dass sich immer mehr Menschen dafür öffnen. Und irgendwie glaube ich auch, liebe Helene, dass, glaube ich, viele bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und wir sind einfach dazu da, diese Menschen nochmal an diese Kräfte, an diese Erlebnisse zu erinnern, weil letzten Endes haben wir es alle in uns. Das ist ja das Schöne, ja? Wir haben es alle in uns, aber es gibt jetzt halt ein paar Leute, wie wir es sind, ja, die jetzt die anderen dazu inspirieren mit der eigenen Geschichte, was man erlebt hat. Ja, also ich könnte jetzt noch ein paar andere Geschichten noch hier mit anhäufen, auch was ich von anderen mitbekommen habe. Und das, viele nennen es dann halt so, oh, das ist ja wie ein Wunder oder so. Nein, das ist im Grunde ist kein Wunder, sondern das ist ein universelles Gesetz, dass es genau in dem Moment dann so eintritt. Punkt. Und was ich also für mich noch feststelle, erstens mal sagst du sendest telepathisch aus. Und ich bin in meinem Berufsfeld der telepathische Empfänger. Also ich empfange das, was der Gegenüber mir auf seinen Kanälen symbolisiert. Und dort finde ich quasi das Thema des anderen und kann da ansetzen, immer auflösen. Und auf der anderen Seite sage ich, ist für mich die ganze Astrologie, obwohl ich nicht wirklich was damit anfangen kann, die Sternenkonstellation mit ihren Schwingungen auch noch so stark mit dabei. Und da setzt ja eigentlich wieder das ganz herkömmliche Bauernregeln, Mondkalender an. Die greifen ja auch nur auf Sachen zurück, die sich über Jahrtausende immer wieder gespiegelt haben, in bestimmten Situationen mit der und der Konstellation, wie ein Puzzle, geschieht das. Und da ist das ganz sinnvoll. Und es ist nicht viel anders. Nur halt ein Touchen, anderen Zugang. Wie siehst du das? Ja, also ich finde das Thema Astrologie auch sehr interessant. Ich selbst habe mich jetzt nicht so damit beschäftigt. Also ich weiß ein bisschen was und ich glaube auch, dass, also ich glaube auch irgendwo dran, aber ich habe mich nie tiefer damit auseinandergesetzt. Es gibt ja auch, was mich jetzt so ein bisschen auch daran erinnert hat, so diese Geschichte mit Human Design. Ich habe auch so das Gefühl, das ist so eine Mischung aus diesem astrologischen Mond ist da und was weiß ich was. Also ich habe mir auch mein Human Design Chart also ich habe da auch meine Koordinaten und so weiter angegeben. Also Interesse habe ich schon. Das Ding ist bei mir, ist nur, ich bin halt echt eine faule Socke. Das heißt,
Ich habe keinen Bock, mich da irgendwie durch zig Sachen da durchzuarbeiten, wo die Sonne steht und in welchem Haus das ist und so. Weißt Ich, du, Dilek, du ja. brauchst das nicht, genauso wie ich. Ich weiß, dass es zusammenhängt mit den Ja, Mondkonstellationen, aber ich aber muss ich es jetzt. brauche es nicht, weil es ergibt dieses Puzzleteil von alleine. Und wenn du dir Genau. jetzt Human Design aneignest, dann ist das für dich ein Stolperstein, weil es dich ausbremst in deiner Kombination, wie du gut funktionierst. So geht es mir genauso. Genau, und deswegen, weißt du, so weil ich auch der letzte so eine Diskussion hatte, habe ich gesagt, du, ich finde das ganz toll, ja, ich finde das super interessant, genauso wie ich auch Astrologie an sich interessant finde, nur ich bin vom Typ her einfach anders und ich sage, ich möchte es mir und anderen so leicht wie möglich machen und setze einfach da an, wo ich auch weiß, auch wenn ich jetzt keine Human Design Expertin bin und ich weiß, wo meine Sonne und mein Mond oder sonst irgendwas steht. Jedem das Seine. Jeder kann sich ja das rauspicken. Und das ist ja das, was für mich so wichtig ist in Sachen Vielfalt. Wir haben wirklich ein buntes Buffet an Sachen, die wir uns rausholen können. Aber wichtig, und da vereint jetzt wieder diese, egal ob das jetzt Joe Dispenza ist, ob das Human Design ist, ob das astrologische Geschichten sind oder so. Letzten Endes geht es immer um das Gefühl. Und die Gedanken, weißt du so, ne? Also hier Mindset, Heartset, wie auch immer. Und Und das, um was ich vorhin deine angesprochen. Erfahrung, und um deine Erfahrungen, die du damit verknüpft hast, weil dann bringst du es in der Geschichte und dann ist es für dich schlüssig. So geht es zumindest mir. Ja, natürlich, nur viele machen sich halt leider nicht so die Gedanken, weißt du? Also gerade dann, wenn ich am Anfang bin, mit jemandem zu arbeiten, ist mir auch dieses Warum wichtig. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand kommt, will, ja, ich gehe davon aus, du bekommst es hin, dass ich irgendwie in 3 Monaten Millionär werde, da habe ich gar keine, da habe ich keinen Antrieb, jetzt dieser Person zu helfen. Nicht, dass ich was gegen Geld habe. Darum geht es nicht. Mir geht es um diesen inneren Antrieb. Ja? Und deswegen habe ich ja sofort zugesagt und gesagt, ja, mega. Es ist so wichtig, dass wir über unser Warum, eben über unsere Erfahrungen sprechen. Woher kommt denn das? Und so der dritte Punkt, für den ich auch ganz arg stehe, liebe Helene, ist auch, dass ich natürlich so diese Geschlechtergeschichte auch sehr stark mitbekommen habe. Ja, immer so dieses Mann-Frau. Und muss dazu sagen, klar, früher sind immer so, sage ich jetzt mal, vor allem eher die Türken, wenn man jetzt so die Gastarbeiter jetzt aus Deutschland das betrachtet, eher die Türken immer dafür. Ich sage jetzt mal, ein Häkchengesetz bekannt waren, ah, die Frau wird immer so unterdrückt und so weiter und so fort. Sorry, ich habe das in Deutschland vor allem in der Businesswelt erlebt, ja, und auch in anderen Ehen und so weiter ist mir das halt auch aufgefallen, sage ich jetzt mal. Und deswegen stehe ich auch dafür, dass wir auch da in der Hinsicht sehr, sehr vieles aufzuholen haben oder zu heilen haben, ja, aufzuholen im Sinne höheres Bewusstsein. Aber eben auch gerade was so, ja, das muss jetzt nicht mal nur die Liebesbeziehung an sich sein, überhaupt Beziehungen an sich, die eben halt aus dieser Geschlechtergeschichte eben auch sehr stark zum Tragen kommen und die viele in bestimmten Sachen einfach auch hindern. Deswegen sage ich auch, mich wundert es gar nicht, dass uns dieses digitale Zeitalter in vielerlei Hinsicht fordert, aber auch gleichzeitig sehr fördert, um eben endlich mal in unser Potenzial zu kommen. Ja, wir hätten noch unendlich viele Themen, die wir ansprechen können. Aber ich denke, für den ein oder anderen Zuhörer war der Input schon genügend zu verdauen. Ja, ich glaube, da kann man einiges draus entnehmen und ich hoffe, dass die Menschen sich immer mehr für diese Energiearbeit interessieren. Ja, wir sind alles, alle, wie wir sind, Sender und Empfänger. Ja, uns ist es nur oftmals nicht so bewusst, dass wir sagen, dass wir dann eher von Zufällen oder von Magie oder von Wundern oder sonst irgendwas sprechen. Ja, so wie es jetzt bei dir auch das mit der Heilung war, dass es jetzt ein Wunder ist. Nein.
Das hast du gemacht, fertig, aus, ja. Es gibt halt Sachen außerhalb unserer Wahrnehmung, aber wichtig ist einfach, quasi diese Widerstände aufzulösen und sich dafür zu öffnen, ja, für diese energetische Welt. Nur bei mir war das schon am Boden liegend mit dem Bruch. Gar keine Diskussion. In dem einen Moment, wie du damals gesagt hast, und heute kommen meine Eltern, nennen Sie mal dieses 999,999 absolutes Wissen, das stand einfach vor mir. Und da hat nichts anderes Luft dazwischen gehabt. Egal, was da in den 8 Wochen alles passiert ist, vom Herzstillstand bis zu dem Wundbrand mit der Diagnose, ja, das war halt der Weg dahin. Und das Ziel stand aber fest. Und ich fand, wer das so einmal erlebt hat, und ich habe es mehrfach erlebt, solche Sachen, das prägt. Und wenn dieses eine Fünkchen Gefühl raufkommt, das sich so anfühlt, und dann weißt ja du ganz genau, es wird so kommen, wie es in deinem Kopf ist. Richtig, genau. Und ich Schönes finde, Abschlusswort. Es wird so kommen, wie es in deinem Kopf ist. Es ist so wichtig, das zu visualisieren, aber eben nicht nur visualisieren, sondern das auch wirklich als schon gegeben. das Gefühl mitnehmen. Richtig, genau. Ja, Und das wenn das Gefühl. Gefühl vor dem Denken kommt, dann ist das dieses Richtig, ja. absolute Wissen. Genau. Ja, du hast das letzte Wort. Ja, lasst uns einfach mehr in der Energie, auf diesen energetischen Wellen reiten, daran glauben, dass wir wirklich ja mit der Kraft unserer Gedanken uns sehr vieles visualisieren können und unsere Gefühle, also das wirklich ja in die Lebendigkeit quasi ja in die Lebend also lebendig werden lassen und in die Wirklichkeit oder in die Wirklichkeit dann auch wirklich so manifestieren, wie jetzt eben beispielsweise deine Gesundung, liebe Helene. Ja, dann wünschen wir unseren Zusehern einen schönen Abend und viel Spaß. Und dir, Dilek, herzlichen Dank, dass du mein Gast warst. Und danke für die Einladung, liebe Helene. Ja, ciao. Tschüss.